Der Geisterkrimi geht weiter in dem Part 15 von dem Let's Play Murdered Soul Suspect. So, wir hatten letztes Mal ja den Schnitt gemacht, haben diese Leiche entdeckt und ja, die müssen wir jetzt analysieren. Das war Stand der Dinge vom letzten Part und die Frage ist, was kann ich hier durch Beobachtung lernen? Also die ist auf jeden Fall verstorben, würde ich sagen. Verstorben. Abgewrackt. Ja, und sieht ziemlich zerfetzt aus, weil sauber ist sie nicht und makellos hier auch nicht. Oha. Ach, mit dem hat man im letzten Part gesprochen. Geistermann sah Leiche. Ein anderer Geist sah die Leiche des Opfers zu den Fluss hinabtreiben. Er weiß vielleicht mehr darüber. Jetzt haben wir schon 4 von 10. Da drüben steht er. Jetzt ist er auch nicht mehr auf den Grabstein gestützt, wie im letzten Part. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. In den Büschen versteckt. Der Zeuge sah etwas, wie etwas angeschwemmt wurde und in diesen Büschen landete. Muss herausfinden, was es ist. Hör auf, mich zu nerven. Er redet nicht sehr viel. Ach, deswegen hat er in die Büsche geguckt im letzten Part. Die gucken wir uns natürlich jetzt auch an. Es ist schwer zu erkennen. Es ist zu dunkel in den Büschen. Die Büsche sind viel zu dunkel, um etwas sehen zu können. Ich muss einen Weg finden, sie mit mehr Licht zu durchsuchen. Ist eigentlich eine logische Sache, was wir jetzt machen müssen, weil Joy hat ja eine Taschenlampe bei. Also müssen wir mit ihr reden. Sonst liegen hier ja keine Hinweise mehr rum. Ich habe mich ja schon ein bisschen umgeguckt. Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Ja, wo... Ach, sie holt das raus. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Das hat doch der Glockenmörder in der Polizeiakte gehabt. Das kommt mir bekannt vor. Ha! Da! Das war schon logisch, bevor wir es machten. Bevor wir überlegt hatten. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Ein neuer Hinweis? Das weist Ähnlichkeiten zu anderen Glockenmorden auf, aber ich muss weitere Informationen finden. 7 von 10. Spannend, spannend. Wir müssen aber mit ihr erst reden. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wäre es ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat. Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Da war sie. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Oh, oh, das ruft die Dämonen auf den Plan. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Scheiße. Das Mädchen, das mich auf dem Friedhof beobachtet hat, ist das Mordopfer. Ich muss sie finden.
Da hinten läuft sie. Genau in die Richtung, wo die Dämonen wohl sind. Da, ich habe einen gesehen. Da hinten ist noch... Ach, drei Stück sind das hier. Auch nicht schlecht. Schön langsam und der Reihe nach. Ich hoffe, ich treffe die richtigen Tasten. Jetzt wieder so ein Affenzirkus, weil ich zu doof bin, die Lenkung zu bedienen. Komm hier rüber. Gucci, Gucci, Gucci. Na, wo ist der kleine Geist? Drüben sitzt ein Rabe. Die sehen ja geil aus, aber irgendwie sind die ganz schön behämmert, dass die mich nicht sehen. Irgendwie wollte er nicht, dass ich den vernichte. Sah zumindest so aus. Dann bleiben wir hier mal stehen und können in Ruhe Julias Gedanken lesen. Ein Spaziergang über den Friedhof. Friedhöfe faszinieren mich, besonders die alten Teile. Ich schätze es nicht. Ich schätze es wie ein Museum. Ronan, wie der Held, der ist, kam mit mir und hörte sich geduldig an, wie ich von Kolonialgouverneuren, die hier beerdigt wurden, und von Massengräbern der Pestopfer von 1660 und der an Geldfieber gestorbenen Kanalarbeiter plapperte. So viel Leben und Tod fand in dieser Stadt statt. Stadt. Und was für ein friedlicher Ort, um eine Perspektive zu all dem zu gewinnen. So, jetzt gehen wir schnell wieder zurück, weil er ja hier... Weil er hier rumkaspert, da mussten wir jetzt so ein bisschen gucken. Ich gucke noch, ob hier irgendwelche Hinweise sind. Ist aber nichts. Vielen Dank, lieber Phosphordrache. Ursprüngliche Friedhofsmauer. Ach, wir gehen jetzt in eine andere Richtung sozusagen. Hier liegt nichts mehr.
Also erstmal freudenstrahlend weiter. Ach, jetzt können wir wieder jede Menge einsammeln. Wieder Julias Gedanken. Ich schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Ein Mann mit so vielen Tattoos hat keine Angst davor, heute etwas zu tun, das er morgen vielleicht bereut. Aber wenn ich mich an ihn binde, brauche ich eine Versicherung, dass ihn interessiert, ob er lebt oder stirbt. Ich höre Geschichten von seinem Wagemut, den Risiken, die er auf sich nimmt, und ich hoffe, er will mich nur beeindrucken. Wenn nämlich nicht, dann stürzt er sich eines Tages in eine Situation und kommt mit einem Sarg wieder heraus. Dufte. Hier oben ist nichts mehr. Da unten seht ihr, können wir durch die Mauer durch. Jetzt ist die Frage, was machen die Jungs da? Komm schon mal. Wessen Idee war das? So viel Spaß hatte ich noch nie. Grabschänder. Ich meine, wie viel kann das wiegen? Wir hätten ein Brecheisen mitbringen sollen. Na klar. Wir schleppen ab jetzt immer ein Brecheisen mit, wenn wir nach Boston treten. Huch, ich habe mich jetzt erschrocken. Ja, er fummelt da draußen drum. Sieht man da ja. Dann fragen wir ihn mal. Was ist der ganze Mist? Mist? Das ist das Zeug meines Urgroßvaters aus dem Krieg. Es oh geil, die Stimme hört sich an wie in der Gruft. Ist, aber es ist klasse. Blutbeschmierte Bajonette, grausige Briefe über den Krieg. Ich habe sogar einen Schluck aus einem alten Flachmann genommen. Hat mir klar gemacht, wie weich die Leute geworden sind. War bestimmt ein guter Tropfen. Verglichen mit Männern wie ihm. Verstehst du nicht? Dass ich sein Zeug gefunden habe, war ein Zeichen. Ich soll derjenige sein, der andere daran erinnert. Derjenige, der sie an ihrem eigenen Blut ersticken lässt. Alles klar. Bitte sag mir, dass du es nicht durchgezogen hast. Ich hatte schon alles geplant. Bin aber gestorben, bevor ich es tun konnte. Nur ein weiterer Tag und ich hätte die Welt verändern können. Hör mal, du liegst eindeutig falsch. Dein Urgroßvater hat gekämpft, um Kriege zu beenden, nicht um sie zu entfachen. Lass einfach los und zieh weiter. Wenn du es nicht verstehst, bist du nur ein Teil des Problems. Willst du mich jetzt erschießen? Guck mal meinen Oberkörper an. Das wird eine ganz schwierige Aktion für dich. Ja, wenn die da reinkommen, werden die auch Probleme haben. Ja, da in die Richtung konnten wir nicht mehr weiter. Das heißt also, wir müssen jetzt... Da sind auch so Zeichen an der Wand. Wir müssen jetzt hier in die Richtung weiter. Da ist das Mädchen. Und schwupps, ist er auch schon wieder weg. Ah, mal wieder Infos zum Mörder. Glockenmord-Graffiti ist vermutlich nicht das Werk des Mörders selbst. Gefahr des Kultstatus an Officer in der Nachbarschaft weitergeben. Mehr kann ich hier nicht tun. Reden wir mal mit dem Geist. Ich weiß nicht, was das werden soll, aber... Endlich wurde auch Zeit, dass Sie jemanden schicken. Hören Sie, ich glaube, Sie verwechseln mich. Auf wen warten Sie denn? Ach, wer soll sich um diesen Ort kümmern? Sehen Sie sich doch mal um. Das sind nicht nur Steine. Es sind Andenken. Auch wenn sich sonst niemand darum schert, ich weigere mich, meins zerfallen zu lassen. Vergessen zu werden. Okay, dann viel Erfolg. Kann ich da oben hoch? Nö. Ein Geist inmitten von so einer Truppe? Reden wir erstmal mit dem Geist. Wir befinden uns hier im ältesten Teil des Friedhofs, der um 1660 gegründet wurde. War das vor oder nach den Prozessen? Oh, gute Frage. Haben das alle gehört? Diese junge Dame hat gerade gefragt, ob das vor oder nach den berühmten Prozessen war. Es ist tatsächlich einige Jahrzehnte zuvor. Ich höre erst mal zu. Dieser Friedhof ist recht alt. Okay, wir gehen jetzt ein Stück weiter. Würden Sie mir also bitte folgen?
Was will er mit dem Metzgerbeil? Ja, reden wir mit ihm. Na komm, Alter. Lass die arme Frau in Ruhe. Arme Frau? Ha! Sie und ihr Reporter-Team haben mich in die Todeszelle gebracht. Sekunde mal. Das, was du getan hast, hat dich da reingebracht, nicht sie. Oh, bitte. Ohne sie hätten sie es nie rausgefunden. Du hättest den Stolz in ihren Augen sehen sollen, als sie mir den Sack über den Kopf zogen und mich mit Chemikalien vollpumpten. Sie tut gern so, als mache es ihr nichts aus, als sei sie stärker. Aber ich weiß, dass es das tut. Ich kann es sehen, wenn sie schläft. Willst du sie für den Rest ihres Lebens heimsuchen? Nein, ich warte auf ihren Tod. Und ich will einen Sitz in der ersten Reihe. Dann werden wir eine kleine Unterhaltung führen. Okay. Ja, jetzt sammeln wir das ein, sind wieder Julias Gedanken. Ronan war heute ungewöhnlich philosophisch, sonst sagt er solche Dinge nicht, aber er sprach immerzu von Karma und wie er sich von seinem vergangenen Fehltritten reinwaschen müsse. Ich nehme an, er meint die Verbrechen in seiner Vergangenheit und deswegen muss er Kopf werden, um zu sühnen, sagt er. Es war der einzige Weg, den er sah. Ob es da drin wirklich spukt? Es gibt hier so viel mehr als Hexen. Warum traten hier so viele Erkrankungen auf? Den Teil mögen Sie wohl sehr. Okay, uns ist der Teil aber egal. Wir enthüllen das Ding jetzt hier noch und sammeln es ein. Oh, das ist wieder der Haarkranz, eine weitere Nebengeschichte. Das können wir jetzt hier sehen. Und die Geschichte kommt noch vor dem hier, also sind wir auch hier sehr gut im Lot. Ist nochmal hier schnell umgeguckt, weil unsere Spielzeit ist um. Mir fällt hier gerade was anderes. Ich könnte mich hier runterfallen lassen. Denke ich mal. Ja, das machen wir im nächsten Part. Ich bleibe an dieser Grabstätte jetzt erstmal stehen, wo diese kleine Menschengruppe sich versammelt hat. Und würde sagen, im nächsten Part machen wir dann weiter. Wandern über den Friedhof und suchen ja das Mädchen, was sich da immer so hin und her teleportiert. Es bleibt also spannend. Ich hoffe, euch gefällt das Projekt immer noch. Und ihr bleibt dabei und sage wie immer so long, euer Agent Peanut.